Wieso für Sirich? Was willst du? Keine gute Nachricht. Der Arnold sieht keine Chance mehr. Dann sage ich dir mal, was ich gehört habe. Der Abel soll krank sein. Ja, er ist im Krankenhaus und es geht ihm ziemlich schlecht. Ich habe gehört, er hat nicht mehr lang zu leben. Ja, stimmt. Man gibt ihm keine Woche mehr. Ich habe da eine Idee. Vielleicht eine Verrückte, hörst du mal an. Als ich Ruby umlegte, war Abel nicht weit weg. Er war ja auch ein Zeuge, hat ausgesagt vor Gericht. So gut er konnte, was er gesagt hat, hat mir nicht wehgetan. Wichtig ist, er war in der Szene und er war der Einzige in der Szene. Und? Ja. Und in einer Woche ist er vielleicht tot. Was bedeutet, er hat nichts zu verlieren. Ich habe nie ein Geständnis abgegeben. Ich sitze hier schuldig gesprochen aufgrund eines Indizienbeweises. Was wäre, wenn Abel jetzt käme und sagte, ich war's? Ich lege ein Geständnis ab. Der Mann hat doch nichts mehr zu verlieren. Er muss sorgen für eine Frau. Für einen Sohn, der immer nur rumlungert, um zu sehen, wie er eine Mark verdienen kann. Und Abel selber hat doch keinen Pfennig Geld. War doch immer ein armer Hund. Biet ihm Geld an. So viel er will. Kauf ihm sein Geständnis ab. Sprich mit unserem Anwalt. Der soll ihm sagen, wie man sowas aufsetzt. Der soll ihm sagen, wie man sowas aufsetzt, dass es hieb- und stichfest ist, mit dem ganzen Drum und Dran. Sein Gewissen lässt ihm keine Ruhe mehr, so kurz vor dem Tode und so weiter. Sirich. Guten Tag, Frau Abel. Guten Tag, Ben. Hallo. Sie wollen meinen Mann besuchen? Ja, ich hatte ja gehört, dass es ihm nicht gut geht. Und da dachte ich, besuche ihn mal. Schließlich kennen wir uns ja fast 20 Jahre. Tja, sehr gesprächig wird er nicht sein. Er weint viel. Gibt es keine Hoffnung? Nein, keine. Vermutlich wird er jetzt von Tag zu Tag immer schwächer werden. Aber gehen Sie ruhig rein. Wird sich sicher freuen. Was ist jetzt? Wie, hast du noch was vor? Noch nicht aufgegeben. Der Arzt hat sie aufgegeben und der wird ja wohl recht haben. Ja, aber schön, dass Sie gekommen sind. Besten Dank. Ich wollte einfach sehen, wie es Ihnen geht und ob und wie ich Ihnen helfen kann. Wenn Sie irgendwelche Sorgen haben, dann sagen Sie es nur. Ich werde bald keine Sorgen mehr haben. Das, worauf ich mich fast freue. Mein einziger Trost, dass ich bald mit meinen Sorgen nichts mehr zu tun haben werde. Und du warst gleich im Krankenhaus? Um mir den Mann anzusehen. Wie sein Zustand ist. Und ob da eine Chance besteht. Und? Hat es ihn interessiert? Ich hab's ihm noch gar nicht gesagt. Ich geh morgen noch mal hin. Weißt du, ich muss mir erst ein Bild machen, wie er ist, wie er denkt, wie sein innerer Zustand ist. Begreift er überhaupt, was ich ihm vorschlage, wenn ich ihm den Vorschlag mache? Du weißt, wie sich damals das Ganze abgespielt hat. In der Bar, die links geschlossen hatte. Alle Kellner waren weg. Nur Abel war noch da. War nochmal zurückgekommen, weil er seinen Mantel holen wollte, weil es angefangen hatte zu regnen. Er kam rein ins Lokal,
was schon dunkel war. Sah noch Licht im Büro, ging hin, weil er dachte, dass jemand vergessen hatte, es auszumachen. Dann hört er den Schuss. Er hörte den Schuss, dann schreien und stöhnen. Das habe ich mindestens schon 10-mal gehört. Aussage Abel, und dann rannte ich weg. Hörte noch, dass jemand aus dem Büro kam, hinter mir herlief. Aber ich, nichts wie weg. Man hat ihn selbst nie verdächtigt. Diesen Trottel doch nicht. Und jetzt willst du, dass dieser Trottel sagt, ich war's doch? Wenn er ein Geständnis ablügt. Warum sollte er das tun? Weil er eine Frau hat, die nicht weiß, wovon sie leben soll. Und weil er einen Sohn hat, der sich selber nicht ernähren kann. Beste Voraussetzung für einen Mann, falls er noch ein bisschen Interesse für seine Familie hat. Vielleicht ist er auch froh, dass er sie los wird. War das Alex' Idee? Ja. Ihr seid doch eine Scheißbande. Legen Sie sie nur dahin. Die verwelken. Ich verwelke. Wissen Sie, ich habe über Sie nachgedacht. Das hängt damit zusammen, dass ich nicht schlafen kann. In der Nacht tanzen die Gedanken herum. Die sind in Aufbruchstimmung. Und froh, dass sie diesen Schädelball verlassen können. Sagen Sie mal, was Sie eigentlich von mir wollen. Wissen Sie, ein alter Kenner wie ich, der verlernt das nicht. Jetzt frage ich Sie, was ich eine Million Mal gefragt habe. Was wünschen Sie? Es geht um Ihre Familie, um Ihre Frau, um Ihren Sohn. Sind Sie ausreichend versorgt? Ihre Sorge. Nein. Aber ich denke, dass es Ihre ist. Glauben Sie, ich habe noch Sorgen? Wenn es eine ist, ich hätte Ihnen einen Vorschlag zu machen, den Sie sich in aller Ruhe überlegen können. Er kommt nicht von mir, er kommt von meinem Bruder, der Sie grüßen lässt. Frau Abel! Ja? Ihr Mann hat Besuch. Der hat Besuch? Wen denn? Herrn Sierich. Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? Ja, das hat alles hat hier oben Eingang gefunden. Und zunächst einmal, irgendwie kann ich das gar nicht fassen. Ich habe Ihnen doch gesagt, alle meine Gedanken, die ich noch habe, spielen verrückt. Ich wollte Sie noch was fragen. Wir haben gar nicht darüber geredet. Ich meine, Sie haben nichts gesagt über die Zahlen. Ich meine, die Sache ist völlig verrückt und ich mache sie nicht. Aber was für Zahlen sind da eigentlich im Spiel, nur dass ich das mal weiß? Sagen Sie doch, wie viel Sie wollen. Ich kann auch was wollen. So gut, ich sage eine Zahl. 100.000. Das wäre kein Problem. Kein Problem, wenn ich sage 300.000? Hören Sie, Alex käme raus. Was meinen Sie, was ihm das wert ist? Also 300, okay. Ich sage immer noch, kein Problem. Jetzt, dann lassen Sie mich mal ein bisschen allein mit den 300.000. Ah.
Hat er ja gesagt? Er hat nicht nein gesagt. Unterhalt dich lieber. Über was denn? Lass ihn doch. Wer hat dir denn Blumen gebracht? Ich könnte es dir sagen, aber ich weiß nicht wie. Ich sag's mal so. Der Geldbriefträger. Hast du noch Zeit, Witze zu machen? Was gerechnet mit mir? Es ist ein Witz und es ist keiner. Es liegt an mir, ob es ein Witz ist oder nicht. Es liegt bei mir. Auf meine letzten Tage bin ich noch eine wichtige Person geworden. Mein Leben lang haben sie mich getreten. Jetzt streicheln sie mich. Was ist los? Was redest du da eigentlich? Ist dein Kopf jetzt auch schon durcheinander? Daneben. Ja, aber ich hab dir doch gesagt, dass ich jetzt eine ungeheuer wichtige Person bin. Und außerdem, die können mich alle mal. Sirich? Augenblick bitte. Herr Abel. Ja, Herr Abel? Wissen Sie, ich bin ziemlich müde. Meine Gedanken turnen nicht mehr so herum. Irgendwie liegen sie halbtot neben mir. Was wollen Sie mir sagen? Sie sollten mal meine Frau aufsuchen. Ich habe mit ihr gesprochen. Sie möchte mit Ihnen reden. Was so aus der Sache wird. Es hat geklingelt. Ja, ich hab's gehört. Tja, Herr Sirich, dann kommen Sie mal rein. Da hinten. Servus. Und du hast dir gleich Zigaretten gekauft. Meinst wohl, jetzt kannst du es dir leisten? Sie bringen hier alles durcheinander. Ist Ihnen das klar? Jetzt lass ihn doch reden. Wir müssen uns doch erst mal alles anhören, wie das funktionieren soll und so. Das ist ziemlich einfach. Ihr Mann macht eine Aussage, die nimmt ein Rechtsanwalt auf. Indem ihr Mann sagt, er könne es nun, so kurz vor seinem Tode, nicht mit seinem Gewissen vereinbaren. Mit einer ungesühnten Tat vor seinen Herrgott zu treten. Völlig absurd. Alle Leute, die Abel kennen, würden sich kaputt lachen. Nein, nein, ihre Sache da ist nicht durchdacht. Das kann gar nicht. Sie hat leider nicht Hand noch Fuß. Verzeihung. Und Sie sagen leider? Ja, ja. Ich sage leider. Gib mir auch eine Zigarette. Wissen Sie, Herr Sirich, eigentlich müsste ich Sie rausschmeißen. Haben richtig gehört. Weil Sie mich beleidigen. Mich und meinen Sohn. Mein Mann übrigens auch. Aber dann, dann hört man da plötzlich so eine Stimme, die sagt, bist du eigentlich blöd? Das kannst du dir gar nicht leisten.
Und dann sagt die Stimme noch was. Dein Mann, der dir nie viel Gutes getan hat in seinem Leben. Jetzt tut er dir was Gutes. Und das abzulehnen kannst du dir auch nicht leisten. Mutter, 300.000. Mensch, Benny, die können wir ja nicht mal zeigen. Aber haben würden wir sie. Natürlich geht das, alles geht. Wenn gewisse Voraussetzungen gegeben sind, muss alles zusammenpassen. Der Tathergang muss von Abel dargelegt werden, glaubhaft. Noch besser, überzeugend. Wie schwer krank ist denn der Mann? Todkrank. Er möchte sein Geständnis sehr schnell loswerden, es einem Anwalt sagen. Er hat mich beauftragt, einen solchen Anwalt zu suchen. Ja, so möchte ich das hören. Seine Sorge ist, dass alles juristisch richtig formuliert wird. Dafür braucht er Ihre Hilfe. Ist denn der Mann zurechnungsfähig? Sein Arzt muss das bestätigen. Das tut er. Sie wissen Bescheid. Ich nehme sein Geständnis auf. Ich diktiere es Ihnen. Meine Frau und mein Sohn, die loben jetzt Gott was, liegen auf den Knien. Oder was tun sie? Sie kaufen sich Autos und überlegen, wohin sie fahren, fliegen, reisen. Steht ihnen ja jetzt alles offen, die ganze Welt steht ihnen offen. Wissen Sie, ich war in meinem Leben nie was. Aber jetzt bin ich was. Entschuldigung. Also ich bin vorbereitet. Gut. Der Rechtsanwalt ist da, der Arzt und Sie haben einen Pfarrer mitgebracht. Sie kennen Ihren Text? Keine Sorge, ich kenne ihn. Nehmen Sie sich zusammen. Ja, ja. Ich krieg ja auch ziemlich viel Trinkgeld. Schau mal hier haben wir gewohnt. Ja. Ja, toller Blick, oder? Und, Ja, sag mal, das hier ist dieses berühmte Dali-Museum, oder? Ganz recht, ja. Warst du da drin? Ja, natürlich. Da muss man doch rein. Und sonst. Hallo? Was passiert? Bitte. Also wirklich toll. Ja, und das hier. Oh, guck dir das mal. Das war der Blick von unserem Fenster. Ach, das war von der anderen Seite. Ja, da staunst du. Ich staune wegen was ganz anderem. Schau das mal an hier. Weißt du, wo ist das Telefon? Ja. Naja, ich hab's gerade erfahren. Also, der Kellner, das ist doch total wahnwitzig. Nun, gerade ein Geständnis abgelegt, es liegt vor, ich hab's gerade gelesen. Es ist beglaubigt, von einem Anwalt beglaubigt. Ich bin mit dem Staatsanwalt verabredet. Wir fahren sofort ins Krankenhaus. Ach, die Herren von der Kriminalpolizei. Ja. Sagen Sie bitte, kann man mit dem Patienten sprechen? Er ist ziemlich schwach, aber ich kann es Ihnen ja nicht verbieten, mit ihm zu sprechen. Sie sind Oberinspektor Derrick? Oh ja, natürlich. Entschuldigen Sie bitte, es tut mir sehr leid. Das ist Oberstaatsanwalt Dr. Heine. Herr Abel wollte Sie unbedingt sprechen. Gut, dass Sie gekommen sind. Herr Abel wird die kommende Nacht nicht überleben. Seine Familie ist gerade bei ihm. Bitte kommen Sie herein. Danke. Bitte kann ich mit Ihrem Mann allein sprechen. Bitte, Frau Doktor.
Tag, Herr Derek. Guten Tag, Frau Abel. Vielen Dank. Na, Herr Abel. Sie haben Rubig erschossen, ja? Kommt's glauben, was? Ich glaub's ja auch nicht. Müssen Sie aber. Ich hab alles gesagt, dass das wurde alles aufgenommen. Und ein Anwalt war dabei. Und ein Pfarrer. Alle meine Sünden sind mir vergeben. Ich glaub's aber trotzdem nicht. Schauen Sie mal, Sie haben doch in Ihrem Geständnis, haben Sie gesagt, Sie hätten Ihren Chef, den Rubig, erschossen, weil er ihn, was hat er getan? Er hat Ihnen Unterschlagung vorgeworfen? Ich habe mir nur genommen, was er mir unterschlagen hat. Jahrelang wurde ich um meine Trinkgelder betrogen. Die Hälfte, immer die Hälfte war für ihn. Ich hab mir das Geld einfach geholt. Er kam dazu. Er wollte mich schlagen. Oder habe ich ihn erschossen? Herr Abel, Sie erschießen keinen Menschen. Nein. Jetzt, Herr Oberinspektor, irren Sie sich. Kommen Sie mal näher, ich muss Ihnen was sagen, was noch keiner weiß. Wir haben einen Dachboden da. Ich habe hier auf dich gewartet. Du warst kaum weg, da ist er gestorben. Hier ist das Gutachten. Es ist die Waffe, aus der die tödlichen Schüsse abgefeuert wurden auf Rubig. Und Abels Fingerabdrücke sind drauf. So, und hier ist das Geld, von dem Abel behauptet, dass es aus der Kasse genommen hat, wobei er von Rubig überrascht wurde. Ist das nicht großartig? Ist das nicht glänzend eingefädelt? Stefan, wir sind alle der Meinung... Welcher Meinung? Dass es durchaus so gewesen sein könnte, wie Abel jetzt ausgesagt hat. Ich meine, Sirich hat ja nie gestanden. Er ist aufgrund von Indizien ist er verurteilt worden. Ich meine, selbst der Oberstaatsanwalt sagt. Was? Was sagt er? Er sagt, das Geständnis gilt, vor allem das da. Alex Sirich und Rubig, Inhaber einer Bar, Partner, Freunde. Bis Rubig seinem Freund die Frau wegnimmt, sich in sie verliebt und sag mal das Foto. Haben wir ein Foto von ihr da? Ja, bitte. Ja, verliebt sie also in diese Frau. Und sie sich wahrscheinlich auch in ihn, nicht? Haben wir nie ein Foto von Rubig da? Verliebt sich also in diesen Mann. Na ja, ist ja durchaus verständlich. Eine ganz alltägliche Geschichte, eine Liebschaft zwischen zwei jungen Leuten, nicht wahr? Die aber leider nicht geheim bleiben kann. Siehst du, der Sirich erfährt davon und da gibt es eine Zeugenaussage, in der es heißt, als er davon erfuhr, wurde er kreidebleich und sagte, ich bring ihn um. Er sagte, ich bring ihn um. Und jetzt sprich du mal weiter. Er stieg in seinen Wagen,
fuhr in die Bar, um dort Rubik zu treffen. Und jetzt seine Aussage. Ich kam an und fand einen Toten. Er selbst rief die Polizei an, um auszusagen, dass er einen Toten vorgefunden hat. Und nun hören wir, wer Rubik erschossen hat. Ein Kellner. Ein Kellner, dem er jahrelang sein Trinkgeld vorenthalten hat. Beide Geschichten passen zusammen. Nahtlos. Büro Derrick hier. Oberinspektor Derrick? Einen Moment bitte, wer spricht da? Hier ist Helena Sierich. Ja, hier spricht Derrick. Wo sind Sie denn jetzt, Frau Sierich? Ich bin unterwegs, ich spreche aus dem Auto. Ich war im Urlaub, man hat mich dort angerufen. Mein Mann ist nicht der Mörder? Na, sagen wir mal so, es liegt ein anderes Geständnis vor. Der Kellner soll es gewesen sein? Unser Herr Abel? Ja, Abel hat kurz vor seinem Tod noch ein Geständnis abgegeben. Er ist tot? Ja, er ist tot. Herr Derrick, kommt mein Mann raus aus dem Gefängnis? Wo sind Sie denn jetzt? Kurz vor München. Bruckenscher. Dann bleiben Sie mal jetzt da, wo Sie sind, ja? Wir kommen sofort vorbei. Herr Derrick, ich muss Ihnen etwas sagen. Ich glaube immer noch, dass mein Mann Rubik erschossen hat, nicht Abel. Abel doch nicht, dieser Kellner doch nicht. Ein Mann, der keinem etwas zuleide tun konnte. Der vollkommen hilflos war. Schon, aber ich habe leider die Tatwaffe bei ihm gefunden. Und da waren seine Fingerabdrücke drauf. Ich glaube es trotzdem nicht. Ja, ich glaub's ja auch nicht. Aber so wie es aussieht, hat der Mann alle Chancen, bald entlassen zu werden. Sie sind entsetzt, nicht? Ich bin zu Tode erschrocken. Ich mache jetzt eine Aussage. Ihnen und jetzt sage ich etwas, was ich vor Gericht nicht ausgesagt habe. Bevor mein Mann seine Strafe antrat, sagte er, dich erwische ich auch noch. Oh, guten Tag, guten Frau. Tag. Können Sie mir das Gepäck aus dem Wagen holen? Ja, sicher, natürlich. Das sind Herren von der Kriminalpolizei. Guten Tag. Gehen Sie doch bitte schon hinein. Ihr Schwager hat mehrmals angerufen. Er wollte wissen, wann Sie kommen. Erst gut, Frau Haupt. Mein Schwager ruft an. Jetzt ruft er an. Mhm. Er hatte den Kontakt zu mir völlig abgebrochen. Wann kommt mein Mann raus? Morgen? Übermorgen? Ich bleibe nicht in diesem Haus. Hören Sie, so schnell geht es doch gar nicht. Die Entlassung erfolgt aufgrund eines Gerichtsbeschlusses. Und das dauert doch seine Zeit. Also morgen steht er noch nicht vor Ihrer Tür. Herr Derrick, er wird mich umbringen. Ach. So wie Herr Rubik umgebracht hat. Ist sie also gerade gekommen? Ja. Und da steht noch ein Wagen. Ist sie nicht allein? Nein. Es sind noch Kriminalbeamte da. Oh. Na, gehen wir mal rein. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe schon versucht, dich an deinem Urlaubsort zu erreichen. Na? Was für Nachrichten, was? Guten Tag, die Kriminalpolizei. Freut mich, Sie zu sehen. Sie haben ja mitgeholfen, meinen Bruder ins Gefängnis hineinzureden. Sind Sie hier, um sich zu entschuldigen? Sagen Sie mal, Ihnen ist wohl nicht ganz gut, was? Gut, dass ich Sie treffe. Hier ist eine Vorladung. Ich möchte Sie morgen in meinem Büro sehen, klar? Um 9. Der Kampf ist eröffnet. Ja, ist er. Auf seine glückliche Heimkehr. Wann kommt er raus? Daran wird gearbeitet. Die Anwälte. Die Richter.
Sie werden tun, was Sie tun müssen. Er wird eher draußen sein, als manche Leute sich das wünschen. Du hast Angst. Keine Sorge. Er wird sicher ein paar ernste Worte mit dir reden. Aber dann wird alles in Ordnung sein. Frau Haupt! Aber Sie haben Abel im Krankenhaus aufgesucht, ne? Ja, habe ich. Warum habe ich ihn aufgesucht? Einer unserer Kellner, seit 20 Jahren bei uns in Diensten und nun todkrank. Ich war mir da schuldig, ihn aufzusuchen. Sie haben ihn mehrmals aufgesucht? Ja, weil Abel mir und mir als Erstem ein Geständnis ablegte. Er sagte, ich weiß, dass ich sterben muss, ich will in Frieden sterben und muss was loswerden, bevor ich sterbe. Na, da habe ich dann alles in Bewegung gesetzt, sofort einen Anwalt gefragt, was muss ich jetzt machen? Jetzt sagen Sie mir mal, weshalb ich hier bin. Wollten Sie das von mir hören? Aber ich gebe zu, ich habe es Ihnen gerne gesagt. Das kann ich mir denken, dass Sie da irgendwelche Zweifel haben, was das Geständnis des Kellners angeht. Liege ich da richtig? Sie liegen richtig. Jetzt werde ich Ihnen was sagen, was Sie vielleicht verwundern wird. Die hatte ich auch. Ja, ich hatte auch Zweifel. Mein erster Gedanke war, da stimmt irgendwas nicht. Ich hatte den Prozess ja verfolgt. Ich fand ihn korrekt. Ja, ich fand es korrekt, dass Sierich verurteilt wurde, auch wenn er kein Geständnis abgelegt hatte. Aber jetzt wurde ich mit einem Geständnis konfrontiert. Ja. Ich habe mir das alles in aller Ruhe angehört. Ich habe mich überzeugen lassen. Dann habe ich alles aufgeschrieben, in Schriftform gebracht. Alles, was man mir gesagt hatte. Ratten. Der Bruder ist eine Ratte, der Anwalt ist ein Winkeladvokat, ist ja einigermaßen bekannt. Und wir sind das Opfer eines Komplotts. Wir nehmen an, dass irgendjemand den Kellner dazu gebracht hat, ein falsches Geständnis abzuliefern. Und das muss man hier abgekauft haben, nicht wahr? Also ein Kellner, der sein Leben lang sich irgendwas in die Hand drücken lässt, nicht? Die ist doch die Frage, was hat man ihm in die Hand gedrückt? Oder noch besser, wie viel hat man ihm in die Hand gedrückt? Na, da hat es irgendjemand geschafft, innerhalb von 3 Tagen die Tatwaffe und das angeblich unterschlagene Geld auf dem Dachboden zu deponieren. Und den Dachboden, den muss man ihm ja aufgeschlossen haben, nicht? Das bedeutet, Frau Abel weiß Bescheid. Sie hat das Geld, das man dem Kellner noch kurz vor seinem Tod für das falsche Geständnis in die Hand gedrückt hat. Guten Tag, Frau Abel. Guten Tag. Seien Sie mal, störe ich Sie jetzt? Seien Sie nicht albern. Sie wollen was von mir, also kommen Sie rein. Ach, Sie haben eingekauft, ja? Ja. Ein paar Sachen, die ich brauche. Die ich übrigens schon lange haben wollte. Wo Sie schon mal da sind, beraten Sie mich. Sagen Sie mir, was mir steht. Und vor allen Dingen, was mir nicht steht. Na gut. Ich werde es versuchen. Wissen Sie, das ist ganz merkwürdig. Man sucht sich so ein paar Kleider aus und irgendwie ist man auf der Suche nach sich selbst. Ja, man möchte wissen, wer ist man eigentlich? Ist man so? Oder ist man so? Oder wie? Also das steht Ihnen. Ja?
habe das Gefühl, das bin ich nicht so ganz. Ich überlege jetzt nur, ob mir das leid tut oder ob mir das nicht leid tut. Der Kauf. Wie gefällt dir denn das? Großartig, fabelhaft. Ich frage mich jetzt natürlich auch, wer Sie sind. Und ich muss zugeben, eine solche Frage ist verdammt schwer zu beantworten. Haben Sie noch Zeit? Ja, ja. Sagen Sie was. Naja, also das gefällt mir natürlich noch besser. Obwohl mir alles andere auch gut gefallen hat. Sehen Sie? Gar nicht so einfach. Die Frage, wer ich bin, hat sich nicht beantwortet. Bei Ihnen? Nein. Dann sagen Sie mir jetzt, weswegen Sie gekommen sind. Ich wollte nur mal sehen, wie es Ihnen geht. Ob es Ihnen gut geht, ob es Ihnen schlecht geht. Danke, ganz gut. Auch finanziell gesehen. Ja? Ich habe Geld bekommen. Von Sirich, also von Alex, von dem, der im Gefängnis sitzt. Und sein Bruder hat es mir gebracht. Ja. Ich habe ihn gefragt, Geld? Wofür denn Geld? Da hat er gesagt, Alex wisse es sehr wohl zu schätzen, dass mein Mann ihn rausgeholt hat. Rausgeholt hat? Nun ja, schließlich seinem Gewissen gefolgt sei. Er könne es ihm selbst nicht mehr danken, aber seiner Familie. Wie viel Geld haben Sie denn bekommen? Ein paar tausend Mark. So hat Ihr Mann, der Mörder, noch nach seinem Tod für Sie alle gesorgt. Sie tragen neue Kleider, Ihr Sohn fährt ein Motorrad. So wollen wir denn nun auch alle in Dankbarkeit an ihn denken. Amen. Das ist von der Weiligen Zeuge. Gut, und ein Topic hat uns mal. Ja, Sie haben sie bezahlt und Sie geben es ganz offen zu. Die Dankbarkeit eines zu Unrecht Verurteilten, der sie erkenntlich zeigt, mit ein paar tausend Mark. Wie findest du das? Sehr geschickt. Fast genial. So brauchen Sie das Geld nicht zu verstecken. Sie können es zeigen. Wenigstens ein bisschen davon. So gesehen haben wir natürlich schlechte Karten. Ich gehe heute Abend mit Frau Abel aus. Let's go! Schultern runter, Chris, ich sehe dein Gesicht nicht. Pass auf! Okay. A 5, 6, 7, 8, go! Go! 5, 6, 7, come on, hold it! So! Achtung! Lass mich bitte nicht fallen, meine Schultern aufpassen. Here we go! That's 6, a 5, 6, 7, 8, and go! That's it! Haltung! Nein, denk an die Haltung, der Junge! Komm! Aufpassen! And go! A 5! Alright! 1, 2, 5, 6, 7, 8, go! Woo! Hast gerechnet hierher? Ja, ja. Alright. Das ist das Lokal, in dem ihr Mann jemanden umgebracht hat. Gefällt ihm nicht, ne? Glaube ich. Warum haben Sie das hier ausgesucht? Na, ich finde, Sie sollten sich hier sehen lassen. Damit zeigen Sie ganz deutlich, dass Sie und der Mord, Sie und der Mörder nichts miteinander zu tun haben. Können Sie nirgendwo deutlicher zeigen als hier? Hallo, wen sehe ich? Guten Tag, Herr Sirich. Gut, Sie sind hier. Wie schön. Guten Abend, Herr Derrick. Waren Sie jemals als Gast hier? Als Gast? Nein, aber ich kenne das Lokal natürlich. Als Schauplatz eines Verbrechens, nicht? Und Sie begleiten Frau Abel. Ja, ich will. Warum danken Sie, Laura? Sie meinen mich ganz nett, das bleibt hier eine Sekunde stehen. Schön.
Entschuldigung. Dankeschön. Ja, ja, ich bin gleich verabredet. Nun schalt mal die Musik ab da oben. Danke, danke. Kinder, war großartig. Ich freue euch zuzusehen, aber geht jetzt. Geht, tut mir den Gefallen und geht. Geht, geht, geht. So, so ist brav. Sehr schön. So. Ja, nun wissen wir ja alle, was hier wirklich geschehen ist, nicht wahr? Und wer der Mörder ist. Wissen Sie, ich war ja felsenfest davon überzeugt, dass Ihr Bruder der Mörder ist. Aber nun ist er gar nicht der Mörder. Der Kellner ist der Mörder. Der Kellner Abel, nicht wahr? Er hat ein sehr, sehr gutes Motiv. Er hat ein Geständnis abgelegt. Er war im Besitz der Mordwaffe. Also ich habe allen Grund, mich bei Ihrer Familie zu entschuldigen. Wissen Sie, ich habe etwas wieder gut zu machen. Deswegen bin ich hier. Warum mit Frau Abel? Ja, aber sie ist doch die Frau eines Mörders. Sie müssen das mal so sehen. Überall ist sie die Frau eines Mörders. Im Haus, in dem sie wohnt, in den Läden, wo sie einkauft, in ihrer gesamten Bekanntschaft ist sie nur die Frau eines Mörders. Deswegen bin ich mit ihr heute hier, offiziell, als Kriminalbeamter. Denn sie ist zwar die Frau eines Mörders, aber sie hat ja mit dem Mord selber gar nichts zu tun, nicht wahr? Und deswegen sind wir hier, um unseren Abstand, um die Distanz zu dem Mörder ganz einfach aufzuzeigen. Wollen Sie ein Glas Wein mit uns trinken? Nein, nein, wir öffnen erst in ein paar Minuten, aber darf ich Sie einladen? Als Gast des Hauses. Es dauert vielleicht keine Woche mehr. Und weißt du, dass sie dir vielleicht Haftentschädigung zahlen müssen? Was ist mit Derek? Das weiß ich nicht genau. Kann sein, dass er etwas vorhat, aber ich weiß nicht was. Guten Tag, Frau. Es ist schön, dass Sie Zeit haben. Sie wissen, dass ich Zeit habe. Sie wollten mich sprechen und ich bin gekommen. Also, hier bin ich. Ja, was? Ich darf doch trotzdem sagen, dass ich mich freue. Kommen Sie, setzen Sie sich. Bitte. Jetzt sagen Sie mir, worum es geht. Ja, gerne, natürlich. Ja, also Sie können Geld verdienen, ich habe ein Angebot für Sie. Für mich? Ein Angebot? Ja. Der Redakteur einer Zeitschrift ist ein guter Bekannter von mir, der hatte eine Idee bekommen, die ich nicht uninteressant finde. Wie leben die Angehörigen von Mördern? Was denken Sie? Welchen Maßnahmen sind Sie ausgesetzt? Und wie werden Sie fertig damit, ein Leben im Schatten eines Mordes führen zu können, den Sie ja selbst doch gar nicht begangen haben, nicht wahr? Aber werden Sie nicht vielleicht selbst eines Tages ein bisschen zu Mördern? Ja, eben dann natürlich nur im Bewusstsein der anderen Leute. Ich habe ihm gesagt, ich habe da gerade einen sehr interessanten Fall. Er ist hochaktuell, die Frau eines Mörders. So soll auch der Titel der Geschichte sein. Die Frau des Mörders. Ach nein, ich habe Sie noch gar nicht gefragt, was Sie trinken wollen. Mineralwasser. Mineralwasser. Das ist kein Angebot für mich. Ich werde zu diesem Thema nichts sagen. Ja, das habe ich meinem Bekannten auch schon gesagt. Ich glaube nicht, dass sie das tun wird, aber der Titel hat ihn ganz heiß gemacht. Die Frau des Mörders, nicht wahr? Naja, vielleicht wird er sich bei Ihnen melden. Er heißt Joachim Wohmann. Dann wissen Sie ja gleich, worum es geht. Ja, merken Sie nicht, wie Sie mich quälen. Du stehst ja schon wieder falsch. Kannst du mir sagen, wie ich da mit dem Wagen aus der Garage rauskomme? Okay, ich fahre ja weg, aber wie reden Sie eigentlich mit mir? Na, wie schon? Das brauche ich mir nicht gefallen lassen. Bitte höflichst um Entschuldigung. Vielleicht hast du ja einen Revolver in der Tasche. Sagen Sie das noch einmal. Vielleicht hast du einen Revolver in der Tasche.
Abel? Ah, Frau Abel. Mein Name ist Wohmann. Ich bin Journalist. Ich sitze hier bei Oberinspektor Derrick. Und er hat mir gesagt, dass er mit Ihnen bereits über mein Anliegen gesprochen hat. Ja, es ist richtig. Wir möchten das gern groß rausbringen. Was Sie alles so durchgemacht haben, die ganze Zeit, und wie Sie es erlebt haben und wie Sie heute dazu stehen. Wozu stehen? Zu der Tatsache, die Frau eines Mörders zu sein. Ihr ganzes Leben hat sich doch verändert, nicht wahr? Herrgott, aber lassen Sie mich endlich in Frieden! Benny, was ist denn los? Benny! Was ist passiert? Sag mir, was passiert ist. Hat dich irgendjemand schlecht behandelt? Eben hat mich jemand gefragt, ob ich eine Pistole dabei habe. Weißt du, es ist wirklich ein gutes Thema. Wie fühlt man sich als Frau eines Mörders? Wie fühlt man sich als die Frau eines Mörders, die ganz genau weiß, dass ihr Mann gar kein Mörder ist? Ja, ich denke schon, dass wir zu einem... Das ist schön, dass Sie gekommen sind. Ich möchte Ihnen Herrn Wohmann vorstellen. Das ist der Journalist, von dem ich Ihnen erzählt habe. Guten Tag, Frau Abel. Guten Tag. Darf ich Sie mal allein sprechen? Nicht? Natürlich, kommt. Warum tun Sie das? Was tue ich? Frau eines Mörders. Andauernd muss ich das hören. Das ist Ihr Thema, nicht meins. Aber Sie wollen, dass es meins wird. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Es ist Ihr Thema. Es ist Ihr Thema jetzt, morgen. Es wird Ihr Thema Ihr Leben lang sein. Glauben Sie, wir müssen doch nicht sauer aufeinander sein jetzt. Wollen Sie nicht mit dem Mann sprechen? Er hat mir gesagt, er wird nur das veröffentlichen, was Sie ihm gestatten zu veröffentlichen. Also gut. Fangen Sie an. Nun, es geht um Ihren Mann. Für mich geht es um Ihren Mann. Ich habe mich erkundigt, wer er war. Er war sehr beliebt, immer sehr hilfsbereit, sehr gutmütig. Er war Freund eines jeden, ein bisschen schwach. Irgendwie konnte er sich nie richtig durchsetzen. Man sagte, dass man ihm einfach nichts Böses zugetraut habe. Und andere bedeuteten ihm mehr als er sich selber. Jetzt meine Frage. Wann haben Sie gemerkt, dass dieser Mann auch eine böse, eine grausame Seite hatte, die er sicher früher schon einmal gezeigt hat? Hat er Sie, seinen Sohn, jemals schlecht behandelt? Der Mord lässt ja auf Vorsatz schließen. Er nahm sich Geld aus der Kassette und muss damit gerechnet haben, dass er dabei beobachtet werden könnte. Für den Fall hatte er die Pistole mitgenommen. Das lässt auf große Kaltblütigkeit schließen. Haben Sie Ihrem Mann diesen Mord zugetraut? Sicher nicht. Sie haben einfach nicht gewusst, dass Ihr Mann in seiner Seele schon ein Mörder war. Ich habe mich überschätzt. Ich merke, dass ich dieser Szene nicht gewachsen bin. Entschuldigen Sie mich. Entschuldigen Sie mich. Tut mir leid. Derrick. Ich mag diese Frau. Na, ich mag sie ja auch. Danke für die Nachricht.
Frau Haupt? Ja, bitte. Ich wollte nur wissen, ob Sie da sind. Ich bin doch immer da. Mordkommission Klein? Hier ist Helena Sierich. Einen Moment bitte. Stefan, für dich. Hm? Ja, Frau Sierich? Mein Mann wird entlassen, ich habe es gerade gehört. Was soll ich tun, das Haus verlassen? Nein, nein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Wir kommen sofort zu Ihnen. Wollen wir erst etwas trinken? Oder willst du gleich nach Hause? Nach Hause? Ich kann's kaum erwarten. Was meinst du? Steht da der Champagner schon kalt? Bestimmt. Frau Sierich! Die Polizei ist da! Gut, dass Sie da sind. Ich habe meine Koffer schon gepackt. Sie brauchen keine Angst mehr zu haben. Ich habe sie nicht, solange Sie da sind. Sie bleiben doch hier. Ja, wir bleiben hier. Auch Frau Haupt hat Angst. Sie will nicht in diesem Haus bleiben. Hören Sie, Sie brauchen sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Ich werde Ihrem Mann gut zureden. Gleich auf was gefasst machen. Da steht der Wagen von Derek. Guten Tag, Frau Haupt. Was höre ich denn jetzt von Ihnen? Was wollen Sie denn hören? Na, ich möchte hören, dass Sie sagen, schön, dass Sie wieder zu Hause sind. Tag, Sie Herren. Tag, Helena. Schön, dich wiederzusehen. Gut siehst du aus. Bisschen blass, hm? Was steht dir? Derek, Sie zu sehen, freut mich ganz besonders. Wirklich, es ist mir ein Vergnügen, Ihnen zu begegnen. Aber das ist mein Haus. Und jetzt verschwinden Sie. Geht nicht. Ich bin hier, um Ihnen etwas zu bringen. Nehmen Sie. Gehört Ihnen. Was ist das? Das sind die 300.000 Mark, die Sie bezahlt haben. Die werden nicht mehr benötigt. Ne? Groschen gefallen? Du Idiot. Liegen lassen. Herr Sierich, geben Sie auf.
wissen Sie, dass Sie gut aussehen? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich seit langem wieder richtig schlafen kann. Habe ich Ihnen zu verdanken. Ein Mineral. Nee, ein Piccolo.